Wir im Ersten. Wir das Erste. Ich. Demut, Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Das sind Werte, die in der heutigen Zeit leider etwas aus der Mode zu kommen scheinen. Gerade wir älteren Menschen sind da oft zu gutgläubig. Was haben Sie persönlich mit Ihrer ersten Million gemacht? Eigentlich schnell ausgegeben, weil zwei Tage später kam mir die zweite. Vor 40 Jahren, da begrüßte Sie an dieser Stelle Günter Gauss. Dann folgte für 20 Jahre Franz Halt. Und heute stehe ich hier. Das zeigt, der kritische Journalismus in Deutschland ist auf einem guten Weg. Da rief mich der ARD-Programmdirektor an und sagte, es gibt jetzt eine große Aktion, Du bist Deutschland, da machen alle Verlage und das erste deutsche Fernsehen. Er fände es schön, wenn ich auch mitmache. Und da höre ich raus, als einer, der alle drei Teile des Paten auf DVD hat, das ist ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Schon war ich Freiwilliger. Woher kommt eigentlich Ihre Begeisterung für die Oper? Die ARD hat mich dazu verpflichtet. Das ist alles? Nein, ich war natürlich schon als Schüler, kannst du sagen, wahnsinnig opernverrückt. Und bin oft in die Oper gegangen. Bitte? Jetzt verstummt das Gespräch. Überhaupt nicht. Ja, dein Anteil ist bisher ein bisschen wenig, muss er da ganz ehrlich sagen. Ja. Ich steck eine Mörderkohle hier ein da und sag nichts. Ne? Ich habe gerade vorhin, bevor er ein paar dürre Worte gesagt hat, ein schönes Kompliment von Karl Lagerfeld bekommen. Der zu mir gesagt hat, Sie wirken so, als ob Sie überhaupt nicht dazugehören. Das machen Sie gut. Ja, ja. Du bist jung. Ja. Manche sagen so, manche sagen so. Fühlst du dich... Ich fühle mich älter eigentlich. Schon? Ja. Ja? Es gibt, ich habe mal so einen Satz gelesen, dass jeder Mensch irgendwo Zeit seines Lebens dasselbe innere Alter hat. Mhm. Ja? Und egal, ob er jung ist oder alt. Und mein Alter ist, glaube ich, immer schon Mitte 50 gewesen. Wann war Ihre letzte richtige Geburtstagsfete? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Lange, so lange her. Vor 15, 18 Jahren? Ja. So ein geselliger Abend. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Harald, gestatte auch mir, an diesem Jubeltage, an dem du ins zweite Lebensdrittel oder wie John Goodman in Big Lebowski es nennt, ins Reich des Schmerzes eintauchst, in dem ich ja schon etwas länger verweile, einige aufmunternde Worte. Wie sagt Schiller, in Erwartung und Erfüllung, in den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling, still auf gerettetem Boot, treibt in den Hafen der Greis. Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir alt werden, aber das ist nicht alles. Cicero weiß, das Beklagenswerte am Alter erscheint mir, dass man spürt, wie sehr man in diesem Lebensabschnitt den jungen Leuten verhasst ist. Natürlich ist in den Augen junger Menschen ein 50. Geburtstag wie eine Beerdigung, bei der der Betrauerte noch ein bisschen lebt. Und was ist denn so großartig an der Jugend? Zugegeben, sie können sich die ganze Nacht um die Ohren schlagen, von der Fähigkeit zum Sex mal abgesehen, was ja auf dasselbe hinausläuft. Aber wir haben doch etwas, was sie nicht haben. Wir haben unsere Erinnerungen, wie Jean-Paul sagt, das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Und wer von uns Älteren wollte denn heute ernsthaft noch flüchtige Abenteuer, von den gesundheitlichen Aspekten mal abgesehen? Und dann sagst du mir, und dann sag ich dir, liebe, liebe mich, liebe mich.
Wir wissen, dass man einen Menschen nicht einfach benutzen und wegwerfen darf. Vorher muss man ihn aufrichtig lieben. Keiner von uns hat doch gewusst, was Liebe ist, bevor er geheiratet hat. Und dann war es zu spät. So viel zur ethischen Überlegenheit des Alters. Aber auch beruflich nehmen wir es locker mit jedem Jungen auf. Stradivari baute mit 70 die besten Geigen. Goethe vollendete den Faust mit 80, ebenso wie Verdi den Falstaff. Und Jopi Heesters sagt mit 103 immer: Ich würde gerne noch bleiben, aber meine Frau muss ins Bett. Lassen Sie mich schließen mit einem Wort des Unvergleichlichen und Unvergesslichen, Robert Gernhardt, der in seinem Sechszeiler Stufen uns Älteren ein bisschen Mut macht. Die Jugendzeit mit ihren Ängsten, wer hat den längsten? Die Reifezeit mit ihrem Wissen, kein Mann muss müssen. Das Abendrot mit seinem Winken, eins läuft noch, trinken. Frauen sind heute im Vormarsch, überall. Wer sind sie? Weiblichkeit siegt in jedem Fall. Ganz nach vorn kommt man als Mann nicht mehr. Gnädige Frau! Sind sie nicht? Fernsehen braucht Frauenpower. Also der Mann, ehrlich gesagt, war mir schon manchmal ein bisschen unheimlich. Denn schauen Sie, er ist nicht nur Showmaster, er ist auch Kabarettist. Und zwar alles ineinander, miteinander und alles zur gleichen Zeit. Ich bin letzten Endes Conferencier. Im klassischen alten Sinne. Selbstverständlich. Mhm. Eine kleine Bühne, vielleicht ein Mikrofon, brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Und ein paar Leute, die ihr sehen wollt. Das ist letzten Endes mein Beruf. Ich habe jetzt momentan das Glück, dass es im Fernsehen übertragen wird und dass es sich plus minus eine Million pro Abend anguckt. Aber mein Beruf an sich funktioniert auch im Speisewagen oder im Hinterzimmer von Pension Rosi. Mhm. Ironie kommt nicht an in der Fernsehunterhaltung, hat man lange gesagt. Und das ist nur eine der Regeln, die ihr regelmäßig widerlegt. Was glaubst du, sind unsere Gemeinsamkeiten? Brustwarzen. Und vielleicht der Geruch des Kinderzimmers. Ja, ich wünschte, ich hätte eins gehabt. Er ist für mich einer der cleversten, der begabtesten, der spontansten und der professionellsten Entertainer unserer Zeit. Wenn du sagst, der Begriff Conferencier, dann klingt das so nach 50er, 60er Jahre des Fernsehens. Ja. Wer war derjenige, der dich damals am meisten geprägt hat? Rudi Carrell. Warum? Ich fand ihn absolut am lustigsten. Ja. Und das war immer das, wo man richtig lachen konnte als Kind. Es war auch dieser Dialekt, den man schon relativ früh imitieren konnte. Und später war das dann auch, muss ich sagen, Gottschalk. Mhm. Vielen Dank. Nett hier heute Abend. Männer sind heute nicht mehr in. Doch wenn ein Mann sich anstrengt, ist er immer mitten. Immer mitten, immer mitten drin.
Jetzt versuchen Sie mal zu definieren, worin Sie Ihre Kreativität oder Ihre stärkste Kreativität sehen. Was ist da, wo Harald Schmidt sagt, da bin ich nun wirklich bemerkenswert kreativ? Ich glaube, dass ich über eine gewisse Schlagfertigkeit verfüge. Und ich denke, dass ich die Fähigkeit habe, einen völlig alltäglichen Vorgang, den jeder schon mal erlebt hat, knapp und leicht vergröbert und überhöht so zu schildern, dass er vom Publikum als witzig empfunden wird. Lieber Harald, was du gehört hast, war die Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss. Tritsch-Tratsch, das ist österreichisch. In Deutschland würde man sagen, Geschwätz. Im Schwäbischen würde man sagen, mir schwätzet gern. Und was verbindet uns beide mehr als das? Alles Gute zum Geburtstag. Zur Person Harald Schmidt. Geboren am 18. August 1957 in Neu-Ulm. Aufgewachsen in der schwäbischen Kleinstadt Nürtingen, ein betont katholisches Elternhaus, der Vater ein Verwaltungsangestellter, die Mutter Kindergärtnerin. Sind Sie Ihren Eltern oft auf die Nerven gegangen mit dem, was Sie eben als Ihre Kreativität beschrieben haben, mit Ihrem Darstellungstrieb, oder war überwiegend da ein Stolz vorhanden der Eltern auf den außergewöhnlichen Sohn? Ich glaube, es war das Zweite. Außergewöhnlich weiß ich nicht, aber es war sehr unterhaltsam an den Familiennachmittagen. Ja. Also wir haben ja in einer kleinen Wohnung gewohnt. Wir hatten auch noch die Großmutter bei uns wohnen. Und es war so, dass ich erst habe ich sehr viel Priester gespielt. Also Badetuch umgehängt, gepredigt, Obladen verteilt als Hostien. Und später habe ich dann angefangen, so bei Kaffeerunden die Nachbarn nachzumachen, die Lehrer zu imitieren. Ich habe eigentlich 2 Stunden geredet bei solchen Kaffeenachmittagen. Im Grunde habe nur ich geredet und alle anderen haben zugehört und gelacht. Also es war so ein Darstellungszwang. Auf der Schwäbischen Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen, Sturgen, Ulm und Bibera, Meckenbeuren, Dollesbach, Holla. Wenn du nach Hause kommst, nach Nürtingen, steht deine Lieblingsspeise für dich auf dem Tisch? Nein, das ist, ich esse alles. Das ist so, war bei uns schon immer so. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja? Also sie würde mir das natürlich kochen, aber es ist mir zu anstrengend, weil da müsste ich mir was überlegen. Und ich esse dann eigentlich am liebsten ein Wurstbrot aus der Hand. Ja? Und zieh dir was Warmes an? Zieh die Schuhe aus. Ja. Ich bringe dir ein paar Hausschuhe. Nee, brauche ich nicht. Wir haben welche vom Papa. Ja, ist gut, dann zieh sie halt an und zieh dir einen Pulli an, wenn du rausgehst. Das hat mich eine Zeit lang sehr genervt. Wenn man selber Kinder hat, weiß man, es gibt nur 5 Sätze als Eltern. Mehr Vokabular gibt es im Grunde nicht. Und ich höre mich jetzt die ganzen Sachen auch schon sagen. So, jetzt findet er seine Leute. Schau, natürlich. Du, lieber Karl, das ist meine Mutter, Mama, und Schmidt, das ist mein Vater. Grüß dich, Gott. Herzlich, kommen Sie bitte zu mir. Servus, Papa Schmidt. Servus. Du, der ist aber eingegangen, ha? Habt ihr zu heiß gebadet? Der ist ja so klein zu dir. Sag mal, so, drehen wir uns so rüber.
Ich weiß es von meiner Mutter. Sie war unheimlich stolz, weil der Bub was geworden ist im Fernsehen. Wie ist es denn, wenn man einen Menschen jeden Tag im Kastel sieht oder fast jeden Tag? Ungespritzt aus Spanien. Was ist das für ein Gefühl, wenn man den Buben sieht? Also ehrlich gesagt, manchmal, da könnte ich in die Luft gehen, wenn ich höre, was er bringt. Mit dem hast du nicht gerechnet, gell? Was ist es denn? Was ist es denn, wenn das ein bisschen scharf wird oder wenn ein bisschen futzrig wird oder was? Also von zu Hause aus hat er das nicht gelernt. Das stimmt. Das stimmt. War das jetzt okay, Ladi, oder sind noch ein bisschen mehr? Wo hat er den Zug her? Tut mir leid, weiß ich nicht. Ja. Was sagt der Papa? Ja, ich muss sagen, also er war ein ganz richtiger, braver Bursch gewesen. Also die richtige Betonung, er war. Ja, er war. Und ich bin heute noch stolz darauf, ich will mich nicht rühmen, aber ich habe ihn nie einmal körperlich gezüchtigt oder jawohl. So. Gell? Gell? Das muss ich sagen. Dafür ich auch so mehr. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Beim WDR. Ich war Moderator und sie war sozusagen, wie das heißt, studentische Aushilfskraft. Musstest du sie irgendwie beeindrucken? Ich glaube nicht. Also es war was anderes. Nein, es war so eine Phase, wo ich sagen würde, das war eine Phase, in der ich eigentlich komplett größenwahnsinnig war. Ja? Das hat sich ja, auch wenn es nach außen nicht so wirkt, doch gebessert. Ja. Und ich habe sie einfach angesprochen, das war sofort eindeutig. Ja. Ist das ein Leben mit dir privat, ist das unterhaltsam? Nicht, glaube ich, nicht in dem Maße, wie man sich es vorstellt. Genau. Also wahrscheinlich würden die Leute eher sagen, oh, jetzt haben wir gedacht, du bist so gut drauf und es ist ja langweilig und zieh dich auch mal an am Wochenende. Der Bauer backt der Riese Zora, er backt das Bäckle beide Ohren, schmeißt den Wasser, schmeißt er Korn, am Kondok der an Ranzen noch. Ihr jüngstes Kind, dein Sohn, da waren Sie bei der Geburt dabei und Sie haben ihn abgenabelt, Sie haben die Nabelschnur durchtrennt. Können Sie Ihre Empfindungen beschreiben? Das war eigentlich großer Stolz und große Erleichterung, dass alles gut verlaufen ist. Weil ich wollte eigentlich nicht dabei sein bei dieser Geburt, weil man wird heutzutage als Vater sozusagen schon fast zwangsverpflichtet, bei der Geburt dabei zu sein. Und was mich gestört hat, war diese abgegriffenen Formulierungen von anderen Vätern, es war der größte Augenblick in meinem Leben und so weiter. Ich stand dauernd im Kreissaal dabei und habe sozusagen diese Sätze in mir gehört und habe gesagt, bist du jetzt verpflichtet, das auch den größten Augenblick in deinem Leben zu finden? Und ich war sehr stolz und ich war sehr erleichtert, aber ich glaube, ich muss es ehrlicherweise sagen, ja, der Augenblick, als ich 2 Stunden alleine auf der Bühne des Burgtheaters stand und gelesen habe, reicht da heran. An meine subjektive Empfindung. Ich glaube, meine Kinder werden mir das, jetzt sind sie noch zu klein, aber sie werden später sagen, so war der Alte eben, aber... Inwieweit
ist die Kunstfigur Harald Schmidt inzwischen stärker geworden als der Mensch Harald Schmidt. Sie wird wieder weniger. Die Kunstfigur wird wieder weniger. Ja. Das ist. Ich war gerade kürzlich bei einem Konzert von Eric Clapton und da fiel mir das auf. Eric Clapton mit der erstklassigen Band steht nur noch auf der Bühne und spielt. Ja? Junge Bands liefern noch den Gestus und die Darstellungsmechanismen von Rockmusikern. Ja? Man wirft auch noch mal eine Gitarre wieder in den Lautsprecher. Wenn sie einen gewissen Level erreicht haben, brauchen sie das wieder nicht und können sozusagen wieder normal werden. Sie haben mal gesagt, ich will es so weit bringen, dass nur weil ich da bin, das Publikum vor Begeisterung rast. Ja. Dies männlich Verlangen, es starket die Glieder und würzet das Mann, wenn Wälder und Felsen uns alle drum fangen, den Freier und Freier, den Vollen und Kahn. Jo, Mutter, Sie wollten das ja nun immer schon machen, Unterhaltung. Also das war irgendwie sozusagen der Traum, wenn ich das richtig verstanden habe, schon des kleinen Jungen, des kleinen, stillen, nicht netten Jungen. Kränklichen Kindes. War sehr viel krank als Kind, ja. Aha. Jetzt müsste ich natürlich Psychologin sein, um zu überlegen, was hat das damit zu tun, dass der Junge unbedingt berühmt werden wollte? Ja, ein sich zurückgesetzt fühlen, obwohl das habe ich mich nicht. Wir hatten bei uns jemanden in der Schulklasse, der hatte, also er wollte nicht Fußball mitspielen, war aber mit der Schiedsrichter, mit einer theatralischen Hingabe. Und zwischendurch hielt er einfach Predigten. Ja. Irgendwie, als wenn ich an den denke, denke ich ein bisschen an dich. Nee, bei mir, ich war kein Schiedsrichter, ich war Auswechselspieler. Und du kannst feststellen, was bedeutet, wenn du in der Schulmannschaft Auswechselspieler bist. Ja. Äußerst erniedrigend. Absolut, das ist das richtige Wort. Guten Tag. Du als gebürtiger Nürtinger, wenn du heimkommst, halten die Leute Paraden ab? Ja, ich bin ein gebürtiger Neu-Ulmer. Ich bin nur in Nürtingen aufgewachsen. Paraden eher weniger. Man sieht mich auch, glaube ich, kritisch. Also, du warst schon früher so ein arrogantes Arschloch. Aber wahrscheinlich positiv gemeint. Na ja, guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Klassentreffen beim ZDF, wollte ich gerade sagen. Aber zum Klassentreffen gehören ja mehr als einer. Da gehören ja einige Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und nicht nur ein armer, zerknirschter Sünder, den wir wahrscheinlich gerade beim Nachsitzen erwischt haben. Du warst mal in der ARD in der Sendung, die Klassentreffen, es waren nur zwei Leute da, oder wie war das? Ja, das war im ZDF noch mit Wim Tölke und der Redakteur hat so ein bisschen gehüstelt, als ich kam. Und dann hat er gesagt, ja, wieso, was ist los, es sind sieben Leute hier, ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen. Und dann hat er gesagt, ich muss Ihnen sagen, es war zum ersten Mal, seit wir die Sendung machen, dass wir das Bühnenbild verkleinern mussten, damit es einigermaßen voll aussieht. Es ist uns sehr häufig passiert, wenn wir am Telefon Ihren Namen genannt haben, haben wir nur noch gehört, klick. Was war denn Ihr Lieblingsfach? Deutsch und Musik. Und was war Ihr miesestes? Alle naturwissenschaftlichen Fächer. Ja? Mathe, Physik, Chemie. Was hatten Sie da für Zeugnisse? Fünfen und viel schlechter ging es nicht, weil halt die Aufgabe A habe ich immer rausgekriegt. Ne? Aber dann, wenn es halt hieß, zeige das F größer 1, wenn X gegen 0 oder so, dann war für mich, habe ich einen Füller gleich zugemacht, weil das wusste ich nicht mal, welche Sprache das ist, in der das da steht. Zu Naturwissenschaften habe ich null Bezug. Sind Sie mal kleben geblieben, Harald? Ja, in der 12. Aha. Also ein Jahr vor dem Abitur. Ne? War hart, nicht? Ich meine, das ist natürlich eine Klasse, wo man möglichst nicht kleben bleiben möchte. Nee, das war eigentlich ganz günstig. Erstmal war es für meinen Vater günstig. Mein Bruder ist im selben Jahr sitzen geblieben, war nur einmal Aufregung. Bis dahin hatten sich halt alle Schwächen angehäuft. Ne? Und ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 Fünfen, als ich durchgefallen bin. Französisch, Physik, Mathe, überall. Und ich konnte dann in der 12. Klasse das nochmal
aufarbeiten und bin dann eigentlich ganz gut durchs Abitur gekommen. Also schlimmer wäre gewesen, durchs Abitur zu fallen, weil das Abitur hatte nur noch ein halbes Jahr Schulzeit vorher, ne? Und da ist dann auch nichts mehr zu retten in einem halben Jahr. Diese Seite, musische Bildung, Interesse für Literatur, für andere Dinge, wer hat dir das gegeben? Meine Eltern haben mir das ermöglicht, Klavier zu lernen. Mhm. Und dann ist es natürlich, wie in der damaligen Zeit üblich, Ehrgeiz im Hinblick auf den sozialen Aufstieg. Also wie die Brüder Hoeneß eben auf dem Sport, so bei mir auf der Bühne. Wie kam dann der Weg zur Kirchenmusik? Weil mein Klavierlehrer Otto Lehmann Kirchenmusikdirektor war. Und das war ganz äußerlich. Da ging ich zum Klavierunterricht hin und nach 5 Jahren fragte er mich, ob ich nicht auch Orgel spielen will. Mhm. Dann sage ich ja, aber dann sagte er in der Kirche, wenn ich üben darf nachmittags, muss ich dafür im Gottesdienst spielen. Zack, war ich Hilfsorganist. Jetzt müsstest du aufhören, weil es geklingelt hätte. Du musst es jetzt aufhören, es hat geklingelt. On a sonné à la porte. Aber es hat nicht geklingelt, es war der Triller. Musik machen können sexy? Also bei mir hat es insofern nicht gewirkt, weil ich es ja nicht richtig konnte. Beziehungsweise es kamen immer 4, die es besser konnten. Ich glaube schon. Also, du hast auch so Seniorentanz-Tees auch gespielt. Das ja, da hieß es, da haben wir ja Frauen mit Frauen getanzt, generationenbedingt. Die Männer blieben im Krieg und ich spielte den Schneewalzer und da hieß es, Schmidt, spiel mal leiser! Das waren ja diese Heimatvertriebenen, die wir damals integriert haben. Und also diejenigen, die richtig gut spielen konnten, die haben schon sehr abgeräumt bei den Frauen. Aber gut, hey, sie steigern sich. Ja, so schwer ist auch nicht. Wiederholen, ja? Ja, okay. Wann waren Sie denn das erste Mal verliebt? Da war ich so vielleicht 15. Ja. Und sie auch, und das war die Klassenbeste. Oh, war ja. Und zwar absolut in allen Fächern. Ne? Und war das Verliebtheit auf Gegenseitigkeit? Leider nicht. Leider nicht. doch, zum Teil schon, aber ja. Ich wollte dann doch mal mit den Händen unter einen Acrylpulli, die damals in Mode waren, und das gab es nicht. Ne? Mhm. Und dann ging diese Partnerschaft in die Brüche, noch bevor es überhaupt angefangen hat. Ja. Weil noch mehrere Kinder aus dem Quasen. Wie heißt sie denn? Christine. Christine? Ja? Grüß Gott. Ich darf mal. Ich geh mit dir hin. Komm, ich geh mit dir hin. Nein? Magst du nicht Grüß Gott sagen? Nein. Ja, wie heißt du denn? Sagst du? Das ist der Christian. Das ist der Christian. Ja? Jetzt darfst du dir nehmen. Ja? Dankeschön. Und das ist auch nochmal für die Christina. Sagst du auch danke? Danke. Das gibst du Nikolaus, ja? Mhm. So, vielen Dank. Gibt der Nikolaus auch ein Paket, ne, Christina? Danke. Und im nächsten Jahr, da sehen wir uns ja dann wieder. Jetzt müssen wir weiter zu den anderen Kindern, die da noch
in Nürtingen auf uns warten. Ja? Sagst du mal jetzt Ade zu Nikolaus? Der muss auf Wiedersehen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du als AD-Mann darf ich Sie ja mein Teuerster nennen, ne? Ich hoffe, das bleibt so. Was hat Sie dahin gebracht? Ehrgeiz, Disziplin, gnadenlose Begabung, was würden Sie sagen? Gnadenlose Begabung mit Sicherheit nicht, aber das... Das ist schön, wenn es einer hat, aber das reicht mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass Disziplin und Beharrlichkeit weit wichtiger sind als gnadenlose Begabung. Weil begabt sind viele, aber sie halten es nicht durch. Sie lassen sich von Misserfolgen abhalten. Ich bin aus Nürtingen einfach losgezogen, mit der Deutschen Bundesbahn nach Stuttgart gefahren, an die Schauspielschule, Aufnahmeprüfung. Da waren 130 Bewerber, da saßen 6 Schauspieler unten vom Staatstheater. Und ich ging rein mit der Überzeugung, dass man sagt, warum kommen Sie erst jetzt? Wir warten seit Jahrzehnten auf Sie. Das ist der Mond über Soho. Das ist der verdammte Meint ihr dieselbe Stelle? Nochmal an dieser Stelle. Spielt mal diesen S-Dur-Akkord, sodass ich es höre, sonst kriege ich den Ton nicht. Das ist der Mond über Soho. Das ist der verdammte Fühlst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny. Wenn die Liebe vergeht und der Mond noch wächst. Dann sind Sie nach Augsburg gegangen, haben da Engagement gehabt, ich glaube für 3 Jahre sogar. Ja. Was haben Sie da gespielt? Ich hatte einen sogenannten Anfängervertrag, also ich habe 15 Premieren pro Jahr gehabt. Ich habe angefangen mit einer der großen Rollen der Weltliteratur. Das war in Nathan der Weise der erste Mameluck. Da wird also in fast allen Inszenierungen gestrichen. Ja, und der hat sozusagen zum Tempelherrn die Rolle, für die ich mich eigentlich vorgesehen hatte, nur hier herein. Machen Sie Spaß, Ting Tong, machen Sie Spaß. Gerade als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond über Soho. Das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Dafür können die Brechterben nichts berechnen, man hat nichts erkannt. Doch, aber! Das war wirklich. Ich bin da ohne die falsche Firma abgerutscht. Ja, als Schauspieler, also in Augsburg, Nathan der Weise und King Lear. King Lear, der in Augsburg bei der Premiere 4 Stunden dauerte, dann 4,5, weil der Hauptdarsteller sich die Striche wieder aufgemacht hat. Ja, in den Monologen, das war nicht so abendfüllend. Also da war ich auch eigentlich nicht sehr glücklich. Und also nicht ausgefüllt? Ja, frustriert. Auf dem besten Weg eigentlich zum Kantinenschauspieler, der dann halt in der Kantine den Intendanten nachgemacht hat und so. Und der Tag, an dem ich da Kai Lorenz ans Komödchen geholt hat, den habe ich schon im Kalender rot angestrichen. Auch in Kais Kalender. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir. Das Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters Feindlich.
Wie geht's Ihnen denn heute so? Sehr gut. Sind Sie schmerzfrei? Ja, schon seit längerem. Das ist, ich bin ja sehr hypochondrisch, aber seit ich so viel zu tun habe, habe ich keine Zeit mehr zum Arzt zu gehen. Da geht mir besser. Also durch das Fernsehen können Sie Ihre Schmerzen vergessen? Ja, ich bin überhaupt ein großer Verdrängungskünstler. Also das fällt mir leicht. Wieso? Ja, man ist ja nicht immer so drauf, ne? Also ich habe ja, meine Kabaretttournee geht jetzt wieder los und so. Man hat nicht jeden Abend Lust oder man hat ja auch mal das ein oder andere Problemchen. Und ich kann das aber neutralisieren. Ab 19.30 Uhr liebe ich die Menschheit und bin fröhlich. Rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz. Wenn das weiche Herz. Lass dir auch die Brust bewegen, Liebchen, höre mich. Schwere Not, bitte still mich nicht zu tot. Kindlein, ohne Mutterbrust kriegst du später Psychofrust. Deshalb, Kindchen, still, 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 tu, was deine Mami will. Mami, Mami, jede Kuh kann es besser doch als du. Wenn der Hitler gelogen hätte, ja, und gar kein Nazi gewesen wäre, da wäre das gesamte deutsche Volk einem Betrüger aufgesessen. Ja. Liebe Leute, Hitler kein Nazi. Wo gibt's denn so etwas? Ja. Schon gerade so, wie wenn heute jemand sagt, der Papst ist evangelisch. Nun müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu politisch werden. Es geht doch heute Abend nicht um den Papst oder die Juden. Nein, es geht um Hitler und die Nazis. Entschuldigung, aber ich muss da noch einmal drauf zurückkommen dürfen. Sehen Sie, Millionen Deutsche haben doch im Dritten Reich nicht gewusst, was passiert ist. Also warum soll es denn dann ausgerechnet der Hitler gewusst haben? Ich sah viel kranke Bäume am Rand der Autobahnen. Die hatten keine Blätter mehr. Ach so, es waren ja Tannen. Nach dieser Strophe, da hatte ich den Eindruck, du brauchst mal dringend Urlaub. Spann doch mal ein paar Tage aus, fahr doch mal nach Frankreich. Lore, bitte, was machst denn du jetzt hier? Hitchcock hat das auch immer gemacht. Was war entscheidend für den medialen Durchbruch? Dass ich nicht aufgegeben habe. Ich habe vor drei Leuten in Kellertheatern gespielt. Ich habe dann Plakate von mir an irgendwelche Kabaretts geschickt. Die lagen, als ich ein halbes Jahr später nachgefragt habe, von Feuchtigkeit vermodert unterm Schreibtisch. Und ans Komödien wurde ich engagiert mit den Worten: Jung, du bist nicht besonders begabt, aber die beiden anderen können sich nicht ausstehen, da brauche ich einen Puffer.
Ja. Also, das, also auch Glück irgendwie. Ja, Glück, und man darf auch nicht so zimperlich sein und man muss auch eine Chance erkennen, wenn es sich bietet, und dann muss man auch zugreifen. Vielen Dank und herzlich willkommen bei Matz ab, einem neuen Quiz rund ums Thema Fernsehen. Was eine Matz ist, das wissen Sie vielleicht. Das ist die Abkürzung für Magnetaufzeichnung. Und ich muss sagen, ich neige nicht zu Übertreibungen, aber meine Gäste heute, Kategorie Stars der internationalen Spitzenklasse. Wir haben das Mikrofon hier, denn das Mikrofon war hier nicht mehr unterzubringen. Nehmen Sie das? Na natürlich, du wirst mich ja hören. Schön halten, nicht, dass das Mikro hängt. Darf ich mit einem Kompliment anfangen? Ja, bitte schön, immer gerne. Wie schafft man es so spät, kurz nach 11 Uhr abends, so fantastisch aus, diese Haare? Na, ich habe einen wunderbaren Friseur, der sitzt da irgendwo, Mr. Frank, der kommt von Dortmund. Von Dortmund? Dortmund? Frank aus Dortmund. Hallo, Frank aus Dortmund. Der Friseur von Sascha Gabor. Hallo. Ja, ja, ja. Ein Riesenapplaus für Frank. Danke, Frank. Stoßstange auch kommt? Das kann schon mal vorkommen. Ja. Hören Sie mal, zwei Kollegen sind schon da. Ach, geblasen haben Sie auch schon? Dann ist ja höchste Zeit. Bleiben Sie dran. Wir kommen. Tatütata. Es gibt ja diesen Brief, diesen Film, Die flambierte Frau. Hat er sich meinen flambierten Mann? Stehe ich nicht so sehr drauf. Du hast Jürg von der Lippe mit Cognac übergossen und eingesteckt. Ich bedanke mich. Ich bin auch der erste und einzige von allen Gästen, der deinen kleinen Freund gesehen hat, zweimal begrüßt hat. Ist die Hose hat. Offen? Ach so. Nein. Entschuldige. Entschuldige doch mal. Was ist Ihr Motiv, Fernsehen zu machen? Sie sind ziemlich fleißig. Man nannte Sie mal sogar das fleißige Lieschen der ARD, weil Sie verschiedene Sendungen nebeneinander gemacht haben. Ja, das kenne ich. Ich habe einige Namen über dich gehört, aber nicht fleißiges Lieschen. Ne? Nein. Ich habe mal wirklich angefangen mit Fernsehen, um bekannt zu werden, damit mehr Leute zu mir ins Kabarett kommen. Das war der Grund, warum ich angefangen habe. Dann lief das eigentlich ganz gut. Und mittlerweile ist es so, dass ich, also es macht mir Spaß. Das ist vielleicht, das klingt pauschal, ist es auch. Das klingt vielleicht platt, auch das ist richtig. Aber es macht mir Spaß. Und Schattenseiten? Das würde ich, so unamerikanisch darf man gar nicht sein. Ja, das ist das Letzte, das finde ich, das sind unamerikanische Umtriebe. Leute, die viel Geld mit der Öffentlichkeit, mit dem Fernsehen verdienen, die jammern. Das ist